Simon Gossi gleich mit einem langen Aufschlag. Ja, ich denke, da hat man schon ganz gut gesehen, die taktischen Anweisungen, die es von Gossi dann auch gibt. Oh, wunderbar. Sehr Gang. Das macht er ja nicht mehr ganz so häufig. An und versucht den Ball dann als Endschlag zu spielen. Und das ist immer wieder stark zu sehen, dass sich auch ein älterer Spieler noch so weit. Schöner Ballwechsel. 2 plus Aufschlag. Das ist ganz interessant. Das 2. Aufschlag gehabt, 0-2 bei eigenem Aufschlag. Das ist immer so für einen Spieler echt schwierig, damit klarzukommen. Aber der nächste lange Aufschlag auch von Gossi jetzt wieder kommt. Smart gespielt in die Mitte. Also insgesamt, wenn man mal sieht, aus eine hohe Dominanz, phasenweise zumindest bekommen. Sehr stark, wieder was du angesprochen hast. Schlag, erster Ball. Das wird oft trainiert und da ist Timo echt stark geworden. Hat ein bisschen Probleme zu laufen, das war ein bisschen zu früh, also technisch ein bisschen ein Problem gewesen. Aber sehr stark, direkt mit der Hand, ja, beschleunigt. Ist ihm ein bisschen. Spielen. Prinzipiell immer ein gutes Mittel gegen jeden Spieler. Wieder gesehen den. Oh. Bester Ballwechsel bislang und das gibt Timo Boll 3 Satzbälle hier in diesem ersten Spiel in dem TTBL Halbfinale, Playoff Halbfinale. 10-7 Führung jetzt. Sehr schön platziert. Und war auf den langen Aufschlag vorbereitet. Simon Gossi war zu viel mit der Rückhand in der Mitte gewesen. Da muss er sich besser bewegen. Gut Schlag zu machen von Timo. Weil Gossi öfters natürlich auch den Rückhandrückschlag aus der Vorhand verloren hat. Insgesamt wirkt es so, als ob Gossi beim Aufschlag von Timo doch relativ große Schwierigkeiten hat. Und Timo Bewegung oft ins Netz geht und er dann die Probleme dann hat, ja, die Bälle zu eins. No, auch sehen. Gut aus Deutschland. Das ist das, was. Gute Rotation. Das ist die Chance gewesen, da einen Vorhand-Toss zu spielen. Da ist er zu viel in der Passiven. Jetzt geht er auch wieder. Bisschen zu noch sehen, wie Timo jetzt auch mit den Aufschlägen von Simon umgeht. Ich wollte eben sagen, noch sichert sich die 7-4 Führung. Das ein. Ja, und wieder Aufschlag. Herankämpfen. Wollen wir mal schauen. Sehr stark, sehr gut rumgelaufen jetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Körpersprache sieht jetzt für mich nicht so aus, dass Simon Gossi diesen Satz noch gewinnen kann. Und da ist es auch vorbei. Ja. Zweiter und, Satz an Timo. Und wenn Timo Boll die Back bislang spricht, eine Menge für den Mann aus Düsseldorf. Ja. Ich darf nicht mehr reagieren. Ja, dann sofort. Aber es wäre ein langer Aufschlag gewesen. Das ist schon die Grundtaktik von Simon Gossi. Nicht variieren und wo nicht. Das könnte ein Teil. Und man sieht es jedes Mal, dass Simon Gossi zwar die Möglichkeit hat, aus dieser Ballonabwehr nochmal zurückzukommen. Aber Timo Boll bleibt natürlich auch da, ich will mal fast sagen, stoisch ruhig. Du hast vorhin angesprochen, immer wieder diese mit Seitspin geschlagenen Bälle.
6:2 Führung. Und jetzt das 7:2 sehr souverän ab. Ja, Timo spürt natürlich auch, dass da wenig Druck aus der Vorhand kommt. Und das passt eigentlich jetzt ganz gut für das Spiel. Nochmal einen kleinen Ball für die Finale. Sehr stark, nichts anbrennen lassen. Starke Leistung von Timo Boll, oder? Ja, sehr.